So, da sind wir wieder aus Ludwigsburg und zwar jetzt zum Finale. Finale der Landesmeisterschaften der Behinderten in Baden-Württemberg. Offene Landesmeisterschaften, auch Teilnehmer aus anderen Bundesländern konnten hier mitspielen. Und nunmehr sind wir hier angelangt im Finale. 9 Ball wird gespielt auf 5 Gewinnspiele, Winner Break. Die Finalisten, wir können es unten schon erkennen, Norman Hobson und Tankred Volkmar. Und zu meiner Seite als Co-Kommentator habe ich hier wiederum den Steffen Barath. Hallo Steffen. Hallo. Was macht's Messer? Es steckt noch. Es steckt noch. Ah, schön. Ja. Es wird doch noch ein bisschen stecken. Ja, wahrscheinlich. Aber spätestens zu Hause ist es dann vergessen. Das glaube ich nicht. Oh, okay. Das steckt tief. Steckt tief. Steckt tief. Und es schmerzt noch. Ja, das war jetzt gerade mal Tankred Volkmar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Norman Hobson hier seine Leistung von vorhin wieder bringen kann. Er hat vorhin ganz gut gespielt. Mal hier und da mal einen Schussfehler, aber im Großen und Ganzen eigentlich recht gut gespielt. Gell? Ich denke, er wird seine Leistung wieder abrufen. Er spielt auch im Moment sehr konzentriert. Ja. Das Bild sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja. Prima. Das ist auf jeden Fall zu lösen. Ja, Winkel passt von 3 auf die 4. Position 5 ist eigentlich alles möglich, alles drin. Bisher alles richtig gemacht. Schön gehalten, ja. Ja. Nein, und jetzt ein doofer Schussfehler, gell? Das ist unglaublich. Ja, solange er sich jetzt nicht aufregt. Nee, ja. Dann so. Kommt es schon. Genau. Ja. Uiuiui. Ui, ein Glückstreffer. Ein Jungen. Ein ganz schlechten Ende. Der Hansi wird auch gleich wieder zu uns stoßen. Ja, der fungiert gerade als Chauffeur, ja. Ja, der hat jetzt den Werner, der um kurz vor 7:30 mit dem Zug fährt, an den Bahnhof gefahren. Und hier liegt eine Kombi. Ja, aber es ist nicht wirklich eine Kombi. Könnte aber eine Kombi werden. Ja, könnte. Ja. Da wird auch die Kombi spielen. Ja, tatsächlich, aber... Die Richtung hat mir ganz gestimmt. Nicht gut getroffen. Nee. Chance hier. Den Schussfehler von vorhin wieder auszugleichen und Spiel jetzt enden zu bringen. Die 4 ist nicht ganz einfach, ist dünn. Ja, auf die eine Seite genauso wie auf die andere. Spielt es auf die rechte Seite, klappert leider und kommt wieder ein Stückchen raus. Aber der Thai ist halt auch ein sehr guter Spieler. Hat auch etwas pausiert, hat er mir vorhin erzählt. Der ist Stadionsprecher. Ah, echt, ja?
bei Groß Aspach in der dritten Liga. Aha, okay. Und da ist er natürlich auch sehr stark dahinter. Und das zieht auch den Billard vor. Deshalb ist er nur heute angereist. Ah, okay. Das ist schon mal, da lebt er auch mit dem Mikrofon vor dem Mund. Aha, in den Tag. Genau. Ja, so wie wir, ja. Ja, genau. Du ja mittlerweile auch, du zählst ja mittlerweile auch zu dieser Gilde. Ja. Ja. Der Mikrofonschwätzer. Ja. Ja. Wobei ich sage, am Anfang ist das alles, oder es ist relativ schwierig. Aber jetzt wird es. Oh, die kommt doch relativ sicher. Die kommt sicher, ja. Das ist kein Einsteiger. Ja. Mal gucken, was er sich jetzt ausdenkt. Tja. Er kann jetzt drauf gehen und eine Bande spielen. Direkt, denke ich mal, wird er nicht spielen. Er hat sich auf jeden Fall was zusammengerichtet. Oh, Jesus. Oh. Und läuft nicht blind. Also ist das jetzt eigentlich eine ganz gute Chance? Tja, ich muss mich entschuldigen hier. Mensch. Ja, meine Erkältung, die lässt mich überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Das ist ein ganz penetrantes Ding hier. Das habe ich mir mitgenommen aus Darmstadt, ne, von diesem kleinen Turnier. German Tour Finale. Da habe ich mich auch mal so richtig in den Keller gefahren. Ich immer noch rum damit. Hänge ich richtig in den. Oh, schön. Hänge ich richtig in den Federn drin. Mit Antibiotikas und. Also es war gar nicht schön. Das war jetzt ein letzter schwieriger Ball. Ja. Der mit der Fee spielen musste. Weil er sonst die Gefahr läuft, dass die Weiße in die Mitte abläuft. Ja. Weil er so dünn spielen musste. Zumindest sieht es hier auf dem Bildschirm so aus. Blenden wir noch ein bisschen unsere Sponsoren ein. Richtig. Ja. Jene, die das Ganze erst ermöglicht haben, was dieses Turnier stattfinden konnte. Ja, mein Co-Kommentator hüstelt auch so vor sich hin. Ah, schön, mein alter Club, mein alter Billardverein fragt an, ob ich filmen würde zu ihrem Osterturnier. Klar mache ich das. Die Entscheidung ist aber schnell gefallen. Ah ja, das ist ein schöner Verein. Also ich war da gern Mitglied. Das ist ein ganz, auch ein Vereinsheim. Ja. Tolle Atmosphäre, nette Leute. Also ich habe mich da immer wohl gefühlt, auf jeden Fall. Ja. Vermisst es sogar erstmal ein bisschen, aber von der Zeit her, ich krieg's einfach nicht gelöst. Aber jetzt noch Bilder spielen, da wäre ich dann zu viel weg und unterwegs und das will ich dann nicht. Ja, Bilder spielen und Reporter machen, das geht nicht. Ja. Nee, klar, natürlich. Meine Frau schimpft schon mit meinem Sport, ne? Ja, wenn ich dann 2 bis 3 Mal die Woche trainieren gehe, ja, ja. Dann ist die schon dann schon wieder. Oh. Dann gehe ich dann hier und da noch auf den Lehrgang. Hoppla, dann gehe ich hier da noch auf den Lehrgang. Ja. Und am 14., ne, am Valentinstag, ja. Ne, da gehe ich dann auch noch auf die, wie nennen sie es?
Verbandssitzung, auf Verbandssitzung, ne, als Delegierter. Moment, ich drehe den Hansi wieder auf. Der Hansi ist wieder da. Jawohl, ich habe jetzt den anderen zum Bahnhof gebracht. Ich muss noch nach dem Saarland zurückfahren. Wie ich sehe, steht hier 1-0 für den Normen. Ja. Ausspielziele ist auf 5, es bleibt gleich im Finale. Ja, da hier die Doppel-K.O.-Runde ja frühzeitig weggegangen ist, kann man das machen. Genau. Ja, ich wollte es nur nochmal für die Leute draußen an den Bildschirmen sagen. Ausspielziel ist 5. Ja, da wird Spezialausrüstung ausgepackt. Holla die Wandfee. Das hätte fast ein Foul gegeben. Allerdings, ja. Ja, das will nicht spielen. Ab und zu habe ich schon mal Lust, ein bisschen zu spielen. Ab und zu spiele ich auch mal noch ein Turnierchen mit. Wenn jetzt gerade mal von der Zeit her geht, dann... Und dir deine Frau das genehmigt? Ja, mir meine Frau das genehmigt, ja klar, natürlich. Ja, ja. Ist mir auch wichtig, ja. Holz, faul umgange. Schön. Ja, hier sind dann alle Verlängerungen gezogen worden, die es gibt. Ja. Mein lieber Mann, ja, alles ausgezogen, ja. Zu spät ist es. Mhm. Ja. Ach so, und ist da? Das ist Himmel und Erde. Auch ein schöner Ball von Norman. Ich habe gerade mein gut gekontert. Mein Logo gezeigt auf dem Handy. Ah, dann wohl der Teil über die 8 Spiele. Ja. Gehe ich mal da davon aus, dass der Stefan für den Normen ist. Oder hast du keinen Favorit? Ich möchte mich jetzt hier zu diesem Thema nicht äußern. Also parteiisch. Wobei Normen ist ein Teamkollege von mir, sogar ein Mannschaftskollege von mir. Ja, also doch. Und dann werde ich natürlich nicht für einen Teil sein, ganz klar. Okay. Und zudem ist das hier noch eine Sache zwischen Baden-Württemberg und Hessen. So sieht es nämlich aus, deshalb ist nämlich mein Tipp eher der Teil als Baden-Württemberger hier. Also Spieler natürlich, also dass der Titel, dass wenigstens ein Titel in Baden-Württemberg bleibt, da ich ja gestern versagt habe und das Finale gegen... Ja, da müssen wir mal gucken, dass man da vielleicht noch irgendwie vielleicht noch einen Jackie raus macht unter uns beiden. Ja, wie gesagt, ich habe gestern das Finale verloren gegen der Klaus Knappe, der ja auch aus dem Hessen kommt. Aus Darmstadt-Eberstadt. Sollte natürlich ein Titel in Baden-Württemberg bleiben. Das muss aber nicht sein. Als Organisator natürlich schon etwas parteiisch. Wobei ich sage, was ich gönn's beide. Also ich gönne es auch jedem. Oh. Aber der Bessere soll gewinnen. Genau. Dann passt das. So kann man es jetzt auch ausdrücken. Ja, da haben wir hier fast einen Ländervergleichskampf. Ja? Ist es in dem Sinn. Zumindest bei diesem Spiel auf jeden Fall. Hesse gegen Baden-Württemberg. Ja, das ist so ein bisschen, über die Jahre hin ist das schon ein bisschen dran gewachsen. Das kann ich bestätigen, jawohl. Oh, da ist Tradition dahinter. Da haben wir schon, das ist über die Jahre jetzt aufgebaut worden, diese Sau. Wir haben schon das eine oder andere ausgespielt, der Stefan und ich. Ui. Ja. Das ging an von der, wo gewinnt, darf der andere dann als Göggele bezeichnen. Ja. Ach Gott, ja. Ein Jahr lang. Ach nee, das ist ja klasse, ja. Echt super. Ja, das Schlimme ist, ich habe da noch wirklich verloren.
Das ist schön von dir zu hören. Ich gebe es dir zu. Dafür habe ich im Saarland dann wiederum. Ne? Hat das Messer jetzt gerade wieder eine Stelle gefunden? Nein, eine neue? Nein, absolut nicht. In der alten Narbe? Nein. Nicht. Okay. Beim Hansi gibt es kein Messer und gibt es keine Narbe. Nein, okay. Das ist einfach gewachsen und das ist wirklich freundschaftlich. Das ist schön. Und das passt. Das ist cool, schön. Stefan kommt auch mal hochgefahren, wenn auch kein Turnier ist, hierher. Er hat hier auch schon übernachtet, nur um Spaß zu haben, dass wir hier am Tisch gestanden sind. Mhm. Oder hat so ein kleines Hausturnier mitgespielt. Ja, wo ich auch, ja, stimmt. Ah, ich habe so das Gefühl, hier sind gerade beide Spieler etwas aus dem Stoß. Ja, aus dem Rhythmus, ja. Mhm. Sehe ich auch so, ja. Jetzt kommt es darauf an, wer als erstes wieder reinkommt in den Rhythmus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Hansi und ich, wir planen eigentlich die Turniere schon so ein bisschen zusammen. Wir sprechen uns untereinander ab. Und wobei hier in Baden-Württemberg habe ich mich nicht viel reingehängt. Oder wir haben nochmal darüber gesprochen, wie wir spielen oder wie der Spielmodus vielleicht ist, dass wir von der Zeit her hinkommen. Aber ansonsten hat das ja der Hansi hier eigentlich alleine aufgezogen, ohne meine große Hilfe. Das ist auch ganz gut so. Und es ist sehr gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Top-Turnier geworden. Dankeschön. Ja. Essen, Trinken, Verpflegung, alles wunderbar. Die Leute komplett durch die Bank weg, alle nett. Mhm. Ja. Wunderbar gelaufen. Glückwunsch, absolut. Dankeschön. Aber das geht natürlich auch nur, wenn du ein Feedback im Hintergrund hast, wie, sage mal, deine Sponsoren oder der Landesverband, wo ich da auch mit dazu zähle. Das ist, die Leute müssen einfach hinter einem stehen. Und man hat das ja auch gestern mitgekriegt, unser Bürgermeister, wo die Eröffnungsrede Kalnaket hat, der war also so fasziniert, dass er dann später seiner Frau angerufen hat und Termine noch nach hinten verschoben hat. Weil er gesagt hat, er ist so fasziniert, was er hier zu sehen bekommt. Ja. Dass er noch ein bisschen da bleibt. Also ist doch auch schon mal eine Anerkennung. Ja, der war ja 2 Stunden hier, ne? Richtig. Oder sogar 3. Wobei er mir im Vorfeld gesagt hat, er kommt, macht die Eröffnungsrede. Er kann aber leider nicht da bleiben. Er geht spätestens 5 Minuten später wieder. Und dann war er 2 Stunden da. Und hat hier sogar noch mitkommentiert. Ja. Mhm. Und den Eröffnungsstoß. Den dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja, der war zwar ein bisschen sparsam, aber... Ich sage, super, ja. Absolut super. Da merkt man das, dann macht das auch Spaß. Und die Leute, die an so einem Turnier teilnehmen, merken, hier steht jemand dahinter. Und Ludwigsburg ist ja eine Sportstadt. Und absolut super. Oh. Okay, ich spiele eine Einbänder. Ja, einen gewollten. Das war ein gigantischer Einbänder. Ja, Hansi, wie ist das jetzt mit dem Ergebnis und dem Getränk, wessen Name ich jetzt nicht angeben will, weil sonst kommen hier wieder Beschwerden. Kein Thema, ich setze mein Getränk auf Datei. Dann setze ich das auf den Namen, ganz klar. Perfekt. Es wäre ja auch nicht, wäre ja blödsinnig, wenn ich jetzt sagen würde, ich setze auch auf den Datei. Dann gibt es ja keine Getränke, können wir Wasser trinken. So sieht es aus. Ich werde es dann nach einem Datei verkaufen, dass er dann zahlen muss, was sollte er verlieren. Oder... Das ist eine schwere Aufgabe. Ja, und diese Sache mit dem Livestream haben wir ja auch das erste Mal. Und ist eine echt tolle Sache. Hier kann man sogar die Zeitlupe nachsehen. Ja. Richtig. Und das ist diese Technik, die halt hier drin ist, ist wahnsinnig viel. Schöner Ball. Ja. Und der Bernd macht das natürlich auch sehr professionell, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Auch für ihn ist es natürlich eine Belastung gewesen, jetzt die 2 Tage über hier. Man darf nicht vergessen, wir haben hier am Samstag haben wir um 10 Uhr begonnen. Das heißt nicht, dass hier der Bernd erst um 10 da war, sondern er hat abends schon angefangen, am Freitagabend um 18 Uhr hier mit anfangen aufzubauen. Er war ja noch nie hier vor Ort, musste hier die Räumlichkeiten nicht. Dann hat man da alles danach geschaut, dass das funktioniert, hat angefangen mit Aufbauen und das ist auch nicht in 5 Minuten erledigt.
kommt hier noch nachher noch das Abbau dazu. Also das ist nicht so, dass wenn hier dann kein Turnier mehr ist, dass die Arbeit erledigt ist, sondern da wartet noch ein bisschen was auf einen und man muss noch heimfahren, darf man auch nicht vergessen. Das heißt also kaum, der Bernd wird kaum vor 12 Uhr daheim sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Nein. Ich denke eher mal, es wird später. Das heißt früher, ne? Nach der Uhrzeit. Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall früher. Also, liebe Frau von Bernd, das heißt, man kann schon mal ins Bett gehen, ins Bett vorwärmen. Ja, ich freue mich dann auf nachher. Eine Schleimerei hier. Wie gesagt, diesen Livestream haben wir ja das erste Mal. Und ich werde auch gucken, dass wir das nach Hessen bekommen. Ich habe da mit dem Bernd jetzt schon drüber gesprochen. Und ich denke mal, ich muss da natürlich nochmal sprechen mit ihm. Aber ich denke mal, das werde ich für Hessen hinkriegen. Schön. Ja. Bei uns hat es sich da im Prinzip eigentlich sehr kurzfristig ergeben. Daher konnte man ja nicht allzu viel Werbung im Vorfeld machen. Schön, Teil hat ausgeglichen zum 1-1. Deshalb konnten wir da nicht so große Werbung machen im Vorfeld. Was eigentlich schade war, aber unser Sponsor, der wurde die Kosten übernommen, hat hier sehr kurzfristig dazukommen. Aber besser kurzfristig wie gar nicht. Oh ja. Genau. Gut, wenn wir das in Hessen machen würden, würde ich das natürlich vorher schon planen. Und ich denke mal, dass wir dann auch mehr Zuschauer hätten. Weil man kann das ja dann frühzeitig rausgeben, immer richtig, wieder daran erinnern. Das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Das sind die Tage, die dir gefehlt haben in dem Sinne. Also die Zuschauerzahler lassen noch ein bisschen zu wünschen übrig, sage ich mal. Sicherlich ist der eine oder andere am Bildschirm, wie zum Beispiel unser Präsident, der mich vorher an Gruber geht hat. Und wo ich der Werner auf der Zug war, geht, habe ich schon zurückgerufen. Er hat gemeint, er würde das hier verfolgen. Was mich sehr freut. Ja, auch unsere Geschäftsstelle. Uwe Bitsch. Sieht auch. Hat auch verfolgt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch dran ist oder so, aber schön, dass hier Interesse besteht. Ja, also auch die meine Mannschaftskollegen, die ich auch mal grüßen möchte, vom FPPC Waldorf, sitzen auch vorm Computer und sehen sich das an. Also dann viele Grüße nach Waldorf. Wow. Wir haben immerhin aktuell 29 Zuschauer. Mhm. Okay. Was ohne die Werbung natürlich, ich denke mal, schon relativ viel ist. Ohne Werbung? Auf jeden Fall. Ja. Markus Wittner, der war vorher ja im Turnierschein gefahren und hat sich dann auch gleich wieder in der Bildschirm gesessen. Da hat man ja auch wieder kurze Mitteilung gehabt übers Handy. Die unfreundliche Mitteilung, meinst du? Aha. Ob die jetzt so unfreundlich war, habe ich schon mal dahingestellt. Er wollte einfach sich nur mitteilen. Ja. Hätte er nicht gebraucht. Wir wissen ja, dass er da war. Ach Gott, bist du empfindlich. Ja, aber hallo. Ja, den Markus habe ich heute mit der auch nochmal gesprochen. Ich glaube, der findet sich auch wieder beim Billard ein, denke ich mal. Er hat da doch eine richtige Lust heute Mittag gehabt und es hat ihm, glaube ich, auch einen riesen Spaß gemacht. Ich würde es also sehr schön finden, wenn der Markus auch wieder mit von der Partie wäre. Markus hat sich ein bisschen ausgeklinkt, weil er gesagt hat, auch bei den deutschen Meisterschaften, wenn hier vier Leute anreisen und da aufs Treppchen zu kommen, das ist für ihn kein Ehrgeiz. Das ist für ihn einfach nur lächerlich. Es sollte also mindestens ein 16er Feld sein. Und deshalb ist er zum Beispiel kein Teilnehmer bei den deutschen Meisterschaften. Und er findet es nicht in Ordnung, dass die Behindertenturniere, dass da Unterschiede gemacht werden zwischen Rollstuhlfahrer und Fußgängerbehinderte. Und das spricht er mir eigentlich aus dem Herzen. Das ist eigentlich eine Diskriminierung unter der Behinderte.
Und jeder, der hier im Turnier teilnimmt, akzeptiert es so. Und warum sollte so auch nicht weitergeführt werden? Absolut gar kein Problem. So sehe ich das. Und wir versuchen jetzt hier was aufzubauen. Und dann schauen wir mal, wie das in der Zukunft seine Wege nimmt. Schöner Ball. Schön gespielt. Ja. Die Frage, hat er genug Winkel für die 4 als Zieher? Denke ich. Ja, hat er. Ja, passt. Ja, ich habe mal gerade über den Bildschirm drüber geguckt. Das liegt aber an der Bande. Aber im Gegensatz zum deutschen DBU ist es, machen wir halt keine Unterschiede. Das heißt also, bei uns spielen auch die Rollstuhlfahrer mit. Korrekt. Ja, und das ist ja das eigentlich ja, das ist ja das, was er heute auch gesagt hat. Ich habe mich ja mit ihm heute Mittag auch noch einmal ausgiebig unterhalten. Wo er gesagt hat, wow, das ist für ihn viel mehr wert. Wenn jetzt zum Beispiel hier 22 Teilnehmer sind und er wird Fünfter, dann kann er zur Rieder heimfahren. Bei der Deutschen Meisterschaft sind sie zur Vierter, gewinnt er einmal, dann ist er auf dem Treble. Das hat für ihn keine so hohe Wertigkeit. Hat es auch nicht. Hier denke ich mal, wird eine Kombi spielen. Nee, geht direkt. Er hätte auch eine Kombi spielen können. Naja, gut. Seine Entscheidung ist, direkt zu spielen, also die 5, meine ich korrekt, ja. Ja, der Norm ist halt kein Kombispieler, also er vermeidet eigentlich weitgehend Kombis. Er ist eigentlich grundsätzlich auch kein Fehler. Ja, normalerweise ist es schon besser, wenn du so Stück für Stück weiterspielst, ja. Klar, wenn es sich jetzt ein eindeutiger Kombi ergibt, klar. Klar, logisch, aber Kombi ist immer unsicher, von daher. Ja. Und die Bälle auf dem Liege, dann würde ich auch eher runterspielen. Ja, ja. Ja, und unser nächster Schritt ist ja dann die Aufnahme in die GT-Serie. Da wird es eine separate Sparte geben mit, ob die jetzt Körperbehinderte heißt oder gehandicapt heißt, ist schon mal dahingestellt. Aber wir werden in der GT-Serie mit aufgenommen. Von daher ist das einmal der nächste Schritt. Das ist doch auch schon mal was, dass es da ein Ranking dann gibt für uns. Ne? Richtig. Weil wir haben ja auch einige Turniere unterm Jahr, wo es dann absolut Sinn macht. Ja, wobei wir haben jetzt 4 Turniere dieses Jahr geplant. Für nächstes Jahr vielleicht 5. Weil wenn jetzt wirklich noch Hannover dazukommen sollte, dann wäre das schon mal ein Schritt Richtung Norden. Richtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in Nordrhein-Westfalen, in diesem ganz, ganz kleinen Bundesland, dass es hier keine gehandicapten Billardspieler gibt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich denke mal, die Leute wissen das auch nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Auch der nächste Schritt ist zum Beispiel die neue Bundesländer, der Sachsen-Anhalt, mit einzubeziehen. Da gibt es ja Anfang Juni den Alpha Cup, ja, was auch ein Sponsor von uns ist. Da ist Sven Röhl, der Firmeninhaber, der sich da sehr, sehr stark macht in seiner Region, den Billardsport allgemein fortzutreiben. Ja. Es wird hier freitags ein Damenturnier geben, ein reines Damenturnier. Und am Samstag gibt es dann ein Mannschaftsturnier. Und das ist dann, da spricht man dann von Inklusion. Das soll also Mannschaftsspieler sein, wo Behinderte und Nichtbehinderte zusammenspielen. Ja. In einer Mannschaft? In einer Mannschaft, also nicht separat, sondern in einer Mannschaft. Die Mannschafter können sich selber aufstellen oder es wird vor Ort dann gestellt, je nachdem. Absolut kein Thema. Und das ist zum Beispiel auch was, wo man dann sagt, hier geht die neue Bundesländer. Norman Hobson geht in Führung. Jawohl. Mit 2-1. Ja. Ich denke mal, dass das ein Spiel wird, was auf jeden Fall über 4-4 geht, habe ich das Gefühl. Ist mein Gedanke. Ja, aber jedes Mal, wenn ich das sage, dann macht das anders da. Also von der Seite gesehen. Gut, dass ich das gesagt habe. Hier wird mit alle Tricks gearbeitet. Ja. Der Glaube versetzt Berge.
Aber kleine Berge. Noch sind es kleine Berge. In Hessen sind es sehr kleine Berge. Noch sind es kleine Berge, ja. Jetzt kommt erstmal nass. Das bezweifle ich. Na, es war nicht schlecht. Es ist richtig. Ich habe noch gar kein Ass heute gesehen. Ich habe beinahe eins geschossen heute Morgen. Doch, ich habe schon eins gesehen. Ja, ich habe. Eins war drin im Turnier. Okay. Wo, in welchem Spiel war das? War hier am Tisch? Hier am Tisch, am TV-Tisch, ja. Okay. Der Manfred Gattinger vielleicht? Kann sein. Weil der hat ja unwahrscheinlich das Break aus seinem Rollstuhl raus. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe zu viele Bälle gesehen heute. Das kann man jetzt auch wieder zweideutig sehen. Ja. Gucken, dass irgendwie das Messer aus der Schulter rauskommt, weißt du. Das ist auch unangenehm für ihn. Er muss hier da so übergreifen über die 8. Oh, aber und schöner Ball. Schön. Ja. Schönes Ding. Sehr schön gespielt, ja. Kriege ich auch honoriert jetzt hier. Aus, dass er sehr spielt. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Zuschauer, das ist schön hier. Ja, Manfred Gattinger. Leon Wadersboom. Auf der rechten Seite sind noch mehr. Ja, da, genau. Michael ja. Mirz, Joe Schuler. Jawohl, der spielt sein Safe. Hol den Jumper raus. Faul. Die waren zwar weit am Loch vorbei. Das verstehe ich selber nicht. Jetzt ist er wahrscheinlich mit dem Kö übergerutscht. Möglich. Und hat damit den ganzen Stoß versaut. Wow, schönes Teil. Schön abgeschossen, ja. Ja. Winkel hat er da auch noch. Jede Menge. War echt gut. Ja. Sehr schön. Oh. Lauf ein bisschen weiter. Ja, war auch schwer zu halten, denke ich mal. Aber er spielt wieder weit nach hinten. Naja. Gut, dass die 6 nicht gelaufen ist. Ja.
Aus meiner Sicht jetzt, aus deiner Sicht natürlich. Ja, das sind halt die Glückskinder aus Hessen. Jetzt kommen hier die Waffen raus. Das ist. Jetzt geht's los. Ich halte mich raus, ich bin aus der Pfalz. Wir sind neutral. Ja, aber du bist in Ludwigsburg geboren. Stimmt, ja. Und du bist halb Österreicher. Ja, macht's nicht einfach. Ja, und jetzt wird's schon eng, ne? Ja, okay. Am besten, ich bin ganz ruhig. Also Ludwigsburg und Österreich. Halb Österreicher und nicht weiblich, weil wir haben ja vorher festgestellt, die Weiblichkeit geht von der Österreicher. Ja, stimmt, ja. Dann gehöre ich ja zu eher diesen negativen Effekt hier. Ja, gut, er ist ein Halbösterreicher. Also, ja, wir nehmen ihn also, wieder an. Okay, ja, oh, also das ist nicht. Ist aber lieb von euch. Ja, ja das ist so lieb. So bin ich zu dir. Ja. Hesse halt, ne? Also, ja. Hessen sind so, ne? Freundlich. Freundlich, ja. Freundlich. Ja, klar. Zuvorkommend. Und der Osterhase hat Flügel und kann fliegen. Unglaublich. Das sind sie alles, wenn sie schlafen. Ja, ja. Jetzt ist ein wichtiger Ball. Ja, ich habe mir jetzt heute Mittag überlegt, nachdem ich ja hier nichts gemacht habe. Oh, da wollen wir uns nicht rein. Guck mal. Okay. Dann muss ich jetzt im Saarland abräumen. Okay. Ich will hoffen, dass du da auch dabei bist. Ich habe es eigentlich vor, ja. Ich habe im Geschäft schon meine Termine angegeben. Ja, gut. Ja, feste Termine dann, ne? Richtig, wir müssen ja frühzeitig planen. Da ich das als freigestellter Betriebsmann bin, ich natürlich sehr viel unterwegs. Oder wir im Büro allgemein. Dann müssen wir natürlich gegenseitig planen, dass. Oh, ein Foul. Das war ein Foul. Deutliches Foul. Ja. Das könnte das 3-1 sein. Der Brecher sein. Für den ganzen Satz. Ja, so ein Ball kann viele ausmachen, ja. Und jetzt liegt eigentlich nichts mehr Schweres auf dem Tisch. Mhm. Ja, warten wir mal ab. Ja, aber da hast du kein großes Vertrauen, dein Mannschaftskollege. Nein, das spreche ich jetzt nicht so aus. Das ist. Nee, weil das ist eigentlich ein einfaches also, Bild. Also auf der Landesmeisterschaft, da muss man das Bild runterspielen. Das ist richtig, aber ich sag halt mal. Oh. Siehst du, da schon. Die Nervosität ist schon da, glaub mir. Ja, aber ich denke doch, dass er vorher, wo er gegen den Manfred gespielt hat, hat er ja dominiert, kann man eigentlich sagen. Da hat er sicher gelocht, ja, sicherer. Und dass er jetzt das. Schießt. Da hätte ich also jetzt auch wieder ein Check-I gesetzt, dass er das runterspielt. Und dann hättest du ja gewonnen. Den hättest du gewonnen. Und ich hätte was zu trinken gehabt. Ich sitze hier trocken da, du. Ja, unser Tee gehört das leider nicht. Doch, die hören das, oder? Vorne am Fernseher. Ja, ich glaube aber, die haben das nicht allzu laut. Ah, okay, dann hören sie es vielleicht wirklich nicht. Das sollten wir vielleicht mal anfragen. Vielleicht mal einen Hilferuf starten übers Mikrofon. Das wäre eine Möglichkeit. Hallo, da vorne an der Theke, hört ihr mich? So, jetzt hoffe ich, dass der Teil das Ding macht. Nicht unbedingt. Ich gönne es ihm, aber er muss es nicht spielen. Ja gut, allzu leicht ist es nicht hier, gell? Nein, es ist kein einfacher Ball. Aber das ist ein Teilball, also ich sag, den macht er. Ich glaube, den hat er heute Morgen bei mir auch gespielt, in der Art. Ja. Sind einfach Bälle, die ihm liegen. Ja, auf die Länge hin, ne? Klappert die. Und er hätte auch keine Ablage für den neuen. Ja. Sind ui, also und beide die Schmorre sind nervös. Ja, aber das ist. Das ist ein Ball, den kann der Norm. Den kann er. Ja, was dünn, lang. Die kann er. Ja, wirklich, im Ernst. Die kann er. Boah. Gespannt. Weiß nicht, was er spielt, aber den Ball traue ich ihm absolut zu. Ich weiß nicht, ob er da Risiko spielt oder ob er da vielleicht versucht, eine Sicherheit rauszumachen. Das kann. Nein, er versucht zu lochen, so wie es aussieht. Tatsächlich, dann haut das Ding hier rein. Oh.
Hallo, aber die Position kommt zu kurz. Auf die neue. Schade, nee. Kommt zu kurz. Oder zu lang. Ja, das ist die Frage, wie gut spielt er über Winkel? Ich würde mir jetzt eine Bande mit spielen. Du würdest nicht mit spielen. Ja, wenn ich vorbeispiele, läuft sie an die lange, an die kurze Bande rum. Wenn nichts geht, Mitte geht immer. Richtig. Mitte geht immer. Der versucht sie direkt. Das hätte ich nicht gemacht. Der nächste lange Ball für der Thai. Auch schwierig. Ja, nicht einfach. Besonders nicht, wenn man unter diesem Druck steht, was er hat. Macht er den oder macht er nicht? Möchtest du mir hier wieder eine Wette anbieten? Ich sag, er macht ihn. Du meinst, hältst du dagegen? Nee. Nee. Ich will ja nicht verlieren. Sehr schön. Ich hab dir viermal hingeguckt und da hab ich schon gedacht, jetzt locht er den auch. Okay. Könnte die erwartete enge Partie geben. Kaffee wäre gut, ja. Ui, hallo, mein lieber Mann, war das ein Break hier? Da war mächtig viel Bewegung hier. Ja, dann würde ich schon vorgehen und uns was zum Trinken holen. Der Bernd trinkt einen Kaffee. Ja, genau. Was möchte der Stefan? Der möchte bestimmt einen Jackie Cola. Und ich würde auch einen Jackie Cola nehmen und dann würde ich mal auf der Stefan schreiben. Wenn das für dich so okay ist. Ja, kannst du machen. Das ist. Ja, das ist in Ordnung. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Oh, schön, guck mal, was da steht. Das lesen. Sebastian Schatten. Kennst du den? Das ist eine gute Frage. Also ich sehe jetzt gerade auf meinem YouTube-Kanal, der Sebastian Schattner, ja, schreibt. Schön cool, dass auch jemand, der im Rollstuhl sitzt, Billard spielt. Ich weiß nicht, ob ich den Ehrgeiz dazu hätte. Hut ab, wirklich. Junge, ich kann dir nur eins raten. Schau mal auf die Seite vom Billardverband BVBW. Ja, da findest du eine Sparte Behindertensport oder Behindertenbillard. Und als Ansprechpartner den Hans-Peter Benzinger. Und den kannst du mal anfragen und dann kannst du mal Informationen holen. Ja. Der hilft dir weiter, der kann dir da Namen, Adressen und wie auch immer, ja,
Der kann dir einiges mitgeben, was du da ja, vielleicht irgendwo als Hilfe zur Selbsthilfe für dich verwenden kannst. Ja? Weil Billard spielen muss dann jeder selber. Wenn wir jetzt noch wüssten, wo du herkommst, Sebastian Schattner, dann könnten wir dich vielleicht sogar weitergeben an den Billardverband, den zuständigen. Genau, richtig, ja. Aber du solltest dich vielleicht melden und dann kann man dich auch unterstützen dabei. Also auf jeden Fall. Also als Tipp für jeden Behinderten, gell? Und wir haben hier wirklich also eine Vielzahl oder ein breites Spektrum von Behinderungen. Ja? Es sind nicht nur Rollis, es sind hier auch Verbrennungen, es sind Menschen hier mit Schlaganfall, halbseitig gelähmt, ja. Es sind Bein-, Arm-Amputierte. Es gibt für jeden gibt's hier eine Möglichkeit, in den Billardsport einzusteigen. Es fehlt vielleicht nur an, an dem Wie mache ich das? Ja, ist klar. Und da wendet euch mal an den Billardverband BVBW, an den Billardverband Baden-Württemberg. Die haben da eine extra Seite für Poolbillard, schaut da mal rein und wendet euch an den Hans-Peter Benzinger. Es lohnt sich auf jeden Fall. Moment. Getränken? So, ja. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade hier lesen kannst. Hier, der Sebastian Schachner. Kannst du lesen? Okay, pass mal, ich lese dir vor. Ich brauche selber meine Brille. Ohne Brille geht es nicht. Also ich habe mein Mikro an. Ich mach's mal aus. Der Sebastian Schachner schreibt hier. Schön cool, da. Dass auch jemand, der im Rundstuhl sitzt, Billard spielt. Ich weiß nicht, ob ich den Ehrgeiz dazu hätte. Hut ab, wirklich. Also schreibt jetzt so einen ganz schön. Und da ist noch einer. Da schreibt sie ich genauso. Also ich habe dem jetzt mal so als Tipp gegeben, sich an die Bilder, an den Billardverband Baden-Württemberg zu wenden, wenn insbesondere an dich. Ja, kein Partner. Ja, wenn du irgendwelches Interesse hätten, ja, dass sie dich ansprechen könnten mit Tipps, Rat und Tat. Ja. Genau. Ich mache das eigentlich immer wieder. Also ich habe den Hans-Peter Benzinger hier auch gerade neben mir sitzen. Wir haben jetzt gerade nochmal gesprochen über diesen, über die eine Person, die da vielleicht auch Interesse hätte am behinderten Billardsport. Ja? Und der Hans-Peter Benzinger, wie gesagt, der ist da eigentlich die Kompetenz, der Mann als Ansprechpartner, wenn man Interesse hat. Ja, der kann einem da bestimmt sehr tolle Tipps geben und auch Adressen nennen, wo er sich in Vereine, wo er sich wenden kann, wo er vielleicht auch irgendeinen Ansprechpartner findet. Genau, gar kein Thema. Er sollte sich einfach bloß einloggen auf der Bildnerseite von Baden-Württemberg. Da findet er mich entweder unter Sachbearbeiter. Da ist dann ein extra Reiter, Behindertensportbeauftragter, wo meine E-Mail-Adresse hat, wenn er irgendwelche Fragen haben sollte. Oder ich bin ja in Doppelfunktion im Verband tätig, ich bin ja auch Vizepräsident Breitensport. Kann er auch unter der E-Mail, ist absolut also kein Thema. Dann kann ich ihn hier entweder beraten oder auch in seiner Region kann ich ihm vielleicht Tipps geben, wo er hingehen kann und sich da erkundigen kann. Also absolut kein Thema. Jetzt mal ganz kurz eine Frage, wie steht es denn jetzt hier eigentlich? 2-2. 2-2, immer noch, okay. Korrekt. Ah. Nicht, dass sie jetzt hier den Faden verloren haben im Spiel dann. Oh. Nee. Ja. Er ist völlig relaxed. Norman Hobson widmet uns seine Aufmerksamkeit. Und relaxed hier mehr oder weniger. Oh, die kommt recht gerade. Ei. Minimaler Winkel.
Oh. So leicht kann man hier jemanden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber jetzt hängt auch schon wieder die Zunge raus, weil es wird ihm nur das Glas gezeigt. Nicht übergeben. Schön. Wow, schön. Ja, echt, also da hat einiges rausgeholt, ja. Ja. Die Entfernung ist nicht ohne, aber machbar. Schön. Super. Cool. Ja. Guckt sich lieber nochmal an. Ja. Lieber nochmal schauen, bevor wir den Ball verhauen. Ich habe das jetzt nicht gehört. Verhau den Ball. Jawohl. Schön. Nee, macht er nicht. Der ist ja aus Baden-Württemberg. Der ist aus Baden-Württemberg, ja. Deshalb hätten wir verschießen können. So. 3-2 für den Tankred. Tankred führt. Zum ersten Mal, muss man sagen. Ja. Seither ist er ja immer hinterherkinkt. Richtig, ja. Jetzt ist er zum ersten Mal in Führung gegangen. Mach mal cool. Keep cool. Guck mir ins Gesicht. Schau mir in die Augen, Kleines. Kannst du nochmal einen Schwenk machen? Ja. An die Leute hier. Ja, Moment. Jetzt sieht man mal Donata woanders. Also vereinzelt sind sie noch da. Obwohl sie noch einen langen Weg haben eigentlich. Mhm. Ja, der Joe kommt ja aus Ulm. Der, wo gerade Kaffee trinkt, mit dem Bart. Sein Nähbesitzer kommt aus Hessen. Ein noch ein Hesse. Ja. Noch ein Hesse, ja. Ist das denn eine Innovation? Was für ein Break. Vier Kugeln. Hat wirklich einen mächtigen Break hier, gell? Wo kommt der Sami her? Der kommt aus der Nähe, aus Ulm oder sowas in der Art, ne? Der kommt aus, der spielt, also das heißt Spiellokale Bad Schussenried. Das sagt mir jetzt viel. Ist oben Bodensee. Ach du meine Güte. Oh, wow. Okay, ja, auch ein Stückchen. Dann hat er auch noch ein paar Kilometer. Ja. Ja, hier Ludwigsburg ist natürlich auch eine Sache, die von den Turnieren im Moment genau die Mitte ist. Richtig. Ja. Also das ist noch der große Vorteil. Hier hat jeder, sag ich mal, 200 bis 300 Kilometer Anreise, bis auf der Thorsten. Der hat 650. Ja. Der übernachtet heute, aber der fährt heute auch nicht zurück. Ja, das ist auch ganz gut so. Ja. Ich denke mal, die 650 Kilometer wird er heute auch nicht mehr packen. Also vielleicht mit einem Graben irgendwo landen, das muss ja nicht sein. Ja. Ja, unser Norman, der kann jetzt momentan nur zuschauen. Macht ein bisschen ein gelangweiltes Gesicht hier. Da. Konzentriert sich auf seinen nächsten Stoß. Ja, ich glaube, das mit der Platte hat ihn vorhin doch schon ein bisschen. Meinst du, es hat ihn getroffen? Ja. Dass er das ein bisschen mitgenommen hat. Das könnte eine Kombi werden, wenn er rankommt. So sieht es aber aus, als er da rankommt. Es ist nur die Frage, spielt er die 3 auf die 4 oder spielt er die 9? Vielleicht spielt er auch eine Sicherheit. Das ist im Moment. Jetzt sieht man es anders da. Ja. Also würde man sagen, er spielt die 4. Ich denke nicht, dass er auf die 9 geht, aus der Position. Da steht 4 sicher. Ich würde auf die 9 spielen.
Du würdest auf den Einspieler, deshalb sitzt du auch neben mir und stehst nicht am Tisch. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mhm. Siehst du, er spielt die 9. Ja, aber es hat wenig Sinn gemacht. So weit weg war er jetzt nicht, ne? Ja, aber er wollte sie ja damit. Hansi, der also, Tisch hat, Hansi, der Tisch hat 6 Löcher, ne? Von 9 Ballen, sprich Glücksball. Also ja, das ist Glücksspiel dann. Das hatten wir vorhin schon mal, der Tisch hat 6 Löcher, aber es sind 9 Bälle und es geht nicht auf. Und meistens ist die 9, die liegen bleibt. Ja, schlimm genug. So ist es. Ja. Also ich hätte da eher die 4 gespielt. Ja, ich auch. Also wenn ich am Tisch gestanden hätte, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich sogar eine Sicherheit gespielt. Ja, weil es wäre durch die 9 und durch die 4 wäre das eigentlich ganz einfach gewesen, Sicherheit zu spielen. Wenn man der Partie ist, ist es immer ein bisschen anders wie als Zuschauer. Genau. Dann kommt es auch darauf an, wie fühlt man sich, was hat man für Vertrauen in sich. Wenn man gut drauf ist, schießt man alles. Wenn man weniger gut drauf ist, meint man, man hat zum ersten Mal einen Gewinn da. Genau, man trifft gar nichts. Ja. Okay, sehr schön. Also scheint es eigentlich. Dann würde mich jetzt interessieren, in welcher Region das ist. Vielleicht können wir da ja auch mal ein Turnier starten. Das wäre ja kein Thema. Dann ist jetzt mal die Frage: Wo ist der Billardverein BC United Pool? Richtig. BC United. Es hört sich so rheinlandtechnisch an. Können wir ja, schön, ja. Wäre eine Möglichkeit. Und im Rheinland, da sind wir ja noch sehr jungfräulich, würde ich mal sagen. Ja. In dieser Richtung ist noch gar nichts. Da haben wir auch keine Spieler, die von daher kommen. Schauen wir doch mal. BC United. Hoppla. Der Bernd googelt hier nebenher mal. Ich google mal. Genau. Zeig dich mal. Spielt einen lang. Schön. Also ich denke jetzt mal, er ja, muss einen lang spielen, das kommt dann nicht auf die... Ja, ist jetzt gut im Spiel wieder. Warum auch immer. Beide Spieler hatten vorher ja Schwächephase. Ja, ganz lange, ja. Gütersloh. Gütersloh? Ja. BC United Pool, Gütersloh. Aus Gütersloh. Okay. Mhm. Klingt euch an, das nächste Mal, oder klingt euch hier ein in dieses Turnier, meldet euch an, spielt das nächste Mal einfach mit, kann ich da nur sagen. So ist es. Ja, einfach mit, anmelden beim Billardverband Baden-Württemberg und mitmachen. Aber vorhin gesagt, er spielt ohne Handicap. Mhm. Er spielt ohne Handicap. Oh, der wichtigste Ball. Hey. Der wichtigste Ball ist die 9. Ja, das ist richtig. Der wichtigste Ball ist immer der nächste Ball. Ja. Weil wenn du den nicht lachst, hat er recht, richtig. Du kommst auch nie zur 9, ja. Oh, das ist bei der Sparen so. Also, ja. Okay, dann haben wir jetzt hier. Bei uns in Hessen sehen wir die Wahrheit. Dann schauen wir. Die 9 ist der wichtigste Ball. Dann schauen wir mal, ob er den wichtigsten Ball noch spielen kann. Aber den wichtigsten Ball, ja. Er hat getroffen. Ja. Also der war jetzt auch wirklich nicht so schwer, gell? Also. Doch. Na echt? Ja. Wir spielen 3-3. Bei den Hessen vielleicht. Ich merke, ich muss mich hier stark wehren. Naja.
zwei Ludwigsburgern und da drin ist noch ein Halbösterreicher. Noch dabei, ja, ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Das ist ja das, was mich vollkommen fertig macht hier. Ja, ist Wahnsinn, gell? Ja. Das ist ja schon fast eine Stresssituation hier. Das ist ja, das ist, ich stehe kurz vor Burnout. Ja. Ja, aber jetzt muss ich das einmal wieder ein bisschen hier revidieren. Also ich muss auch sagen, auch bei den Österreichern, mir in Schwabenland sage ich immer, es gibt überall Sotte und Sotte, aber mehr Sotte wie Sotte. Aber auch in Österreich gibt es sehr, sehr nette Leute, was ich auf dem Turnier auch schon kennengelernt habe. Zum Beispiel Clarissa oder der Micha oder wie sie alle heißen, Sabine. Die sind genauso billardverrückte Leute wie mir auch hier und super nett und super freundlich. Ja, das Turnier in Wien, muss ich sagen, ist auch von Freundlichkeit wirklich super organisiert gewesen. Ja, muss man sagen. Ja, da waren auch keine Berührungsängste gegenüber Menschen mit Handicap. Richtig. Ja, und das fand ich halt auch super. Ja, viele Leute fragen sich natürlich, wie soll man mit solchen Menschen umgehen oder haben vielleicht Berührungsängste oder soll man die Leute ansprechen, kann man ihnen was helfen oder sonst irgendwas. Ich sage immer, ganz normal umgehen, wie wenn sie nichts haben. Weil wenn die Leute irgendwas wollen oder ein Problem haben, kommen die Leute automatisch auf einen zu. Genau. So ist das im Normalfall. Ja, also sie erwartet nicht hier, dass die anderen Leute für sie mitdenken. Das möchte die gar nicht. Sie möchte als ganz normale Menschen behandelt werden. Ja. Ich sage mal, sie ein Mensch in ihm und sonst nichts. Ja. Das fängt an, wenn ich irgendwo essen gehe oder so in der Wirtschaft, wenn das ein, ich sage mal, ein aufmerksamer Kellner ist oder so und er sieht es im Vorfeld, dann werde ich gefragt, ja, soll man ihnen das Fleisch schneiden oder sonst irgendwas. Es ist nett, dass er dran denkt, aber ich tue das immer verneinen, weil ich bin selber groß und es geht alles. Es hat für alles Möglichkeiten. Sicherlich ist es vielleicht einfacher, wenn man sich schneiden lässt oder so, aber ich bin ja nicht auf der Welt, um mir das einfach zu machen und die andere die Arbeit machen zu lassen. Sowas muss nicht sein. Und die Leute wollen das eigentlich gar nicht haben. Okay. Safe. Mit Rückversicherung. Ja. Auch klug gespielt, muss man dazu sagen. Ja. Sehr klug gespielt. Mehr als taktisch. Der Bernd kramt schon wieder hier. Hat schon wieder Nachrichten bekommen. In NRW, Gütersloh. Ja, genau, das haben wir auch gegoogelt. Das ist das Thema, was wir vorhin angesprochen haben. Mhm. NRW. Ja. Dass es hier keine Billardspieler gibt, die kein Handicap haben. Kann ich irgendwie gar nicht so glauben. Aber auch die werden irgendwann mitspielen. Doch. Und werden merken, dass da Spaß dabei ist. Richtig, genau. Und wir sind eigentlich eine sehr, sehr lockere Truppe, muss man sagen. Man hilft sich gegenseitig. Ja. Wenn es erwünscht ist. Absolut genau. Kein Thema. Also wenn hier auch kein Fahrzeug zur Verfügung stehen würde für die Strecke, über den Bahnhof kommt man bestimmt überall hin und in dem Moment kann man denjenigen auch abholen. Ganz genau. Und zur Spielstätte bringen, das ist alles kein Problem bei uns. So. Dafür sind wir eigentlich eine Truppe, die sich gegenseitig hilft. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, glaube ich, bei uns. So, ich habe jetzt gleich mal einen Text runtergeschrieben, ja. Einfach zugeschrieben, also wendet euch an den Billardverband Baden-Württemberg, meldet euch an und seid das nächste Mal einfach mit dabei. Genau. Sehr gut ausgedrückt. Ja, klar. Manche Dinge sind eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, ja,
Dass es das gibt, ja, und wie man dazu kommt. Ja, und die einzige Voraussetzung, die man muss halb Österreicher sein. Ach ja, sehen wir mal, wie gut das ist. Ach, wisst ihr, ich war mal bei einem Amerikaner, war ich mal in einem Verein drin, 5 Jahre. Und da habe ich was ganz, ganz Interessantes und Wichtiges gelernt. Dieser Satz da, dieses Just do it. Ja? Mhm. Das tun die wirklich. Ja. Und das ist eigentlich ein Vorteil, was die uns Deutschen gegenüber haben. Wir Deutsche, wir denken viel zu komplex als und wir behindern uns selber dann mit irgendwelchen, wie soll man sagen, Auflagen und Ängsten und was weiß ich, was wir da noch alles einbauen wollen und. Und die Amerikaner, die tun einfach mal. Die tun mal und lernen dann durch Erfahrung, ne, und bauen dann einfach schrittweise auf. Mhm. Und so praktiziere ich das zum Beispiel auch hier im Filmen. Ich mache und baue einfach drauf auf. Ja, und das ist auch, ja. Sie sind teilweise auch sehr zurückhaltend. Ich habe zum Beispiel über Facebook auch Kontakt zu einem Amerikaner, der auch armamputiert ist und das hier in Deutschland verfolgt und sagt, so was gibt es bei uns in Amerika, gibt es das bei uns nicht. Ja. Dann sage ich ja, okay, wenn es sowas nicht gibt, dann muss man sowas aufbauen. Ja? Er ist immer begeistert, wenn er hier die deutsche Seite verfolgt vom Behindertensport. Hat er auch mal durch Zufall entdeckt und hat mich dann angeschrieben. Und ich habe gesagt, das ist alles kein Thema. Nee, das würde bei Ihnen nicht gehen. Ja? Dann sage ich, wieso, bei euch gibt es genauso Poolhalle, wahrscheinlich sogar noch mehr wie bei uns. Mhm. Das dürfte alles kein Thema sein. Ja? Aber für einen Einzelnen ist natürlich schwer. Ja, klar. Klar, natürlich. Man sollte schon eine Gruppe sein. Ja gut, aber es hängt natürlich immer nur an einer Person, die halt mal einen Anfang macht. Richtig, ja? Es muss einer in die Hand nehmen. So ist es. Gäbe es dich nicht, ja, dann gäbe es eigentlich auch viel, was dieses Turnier angeht, hier auch nicht. Es hängt meistens immer an einer Person, die halt mal irgendwo einen Schritt tut, ne, und anderen einen Weg bereitet. Ja. Aber einer muss immer den Anfang machen. Ja, ist auch richtig, aber ich würde es jetzt nicht so speziell auf mich hier projizieren, sondern es gibt auch in den anderen Bundesländern Leute, wie in Männerfest im Saarland zum Beispiel. Mhm. Er ist zwar nicht mehr imstande, das alleine zu machen, ja, aber der Verband steht da teilweise auch hinter ihm. Und dann kriegt er auch Unterstützung aus Hessen, vom Stefan Bahr zum Beispiel, der das zum Beispiel in Hessen macht, ne? da wird er unterstützt bei der Organisation. Also es sind schon auch mehrere Leute, wo das machen. Ne? Ja. Und wir den uns natürlich auch vorher absprechen, weil es hat natürlich keinen Sinn, diese Turniere hier wöchentlich stattfinden zu lassen, weil da fehlt den Leuten einfach das Geld, die Zeit. Ja, okay, Zeit haben sie vielleicht, weil viele gar nicht berufstätig sind. Aber halt doch nicht alle, ne? Und dann hat man vielleicht auch noch Familie, Kinder oder so, ne? Natürlich, ja. Also ich habe Liste mit gehandicapten Sportlern momentan, die aktiv sind, die ist knapp Anzahl von 40, ja? So, ich habe aber auch eine Liste von allen, was ich mal zusammentrage habe, das sind knapp 100, ja? Von diesen knapp 100 haben sich aber Leute schon wieder abgespaltet, weil sie sagen, sie kommen hier nicht vorwärts, sie können einfach nicht weiter spielen. Ich reise nicht aus Chemnitz an für einen Pokal, das ist mir einfach nicht wert, weil ich keine Möglichkeit habe, dann weiter zu spielen oder international zu spielen. Da sage ich ja, Leute, wenn er dann aber bloß wegbleibt, so wird das nie was. Irgendeiner muss das Heft in die Hand nehmen und selbst wenn du nicht dazu kommst, dann kommen vielleicht die nächste Generation danach und dann ist das geschaffen, weil auch der Billardverband oder die DBU, die hat sich ja nicht von heute auf morgen gebildet, sondern das kam alles nach und nach und das ist einfach mit Arbeit verbunden, gar kein Thema. Und das meine ich ja, irgendeiner muss immer das Heft in die Hand nehmen und muss immer einen Schritt nach vorne tun, ja? Und dann kommen andere vielleicht nach, mit. Ja, und dann kommt eine Gruppe zusammen. Also wir haben uns nach und nach haben wir uns eigentlich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir nehmen das Heft in die Hand. Wir möchten das ganz gerne ausbauen. Wir sind dabei, es auszubauen. Wir wissen, dass es ein etwas längerer Weg ist. Die Zeit gehen wir auch ein. Wir nehmen uns auch die Zeit dafür.
Aber wir haben uns den Weg gesucht. Und wir werden unseren Weg weitergehen. Naja. Und es wird was werden. Ja, das ist meine Überzeugung. Es ist ja nicht so, dass wir faul auf der faulen Haut sitzen, sondern wir tun auch was dafür. Ah, da habe ich eine interessante Frage gerade. Gibt es ein Mindestalter, damit man antreten darf hier bei diesem Turnier? Nein, es gibt kein Mindestalter. Gibt es gar nicht. Wenn der Junge, sage ich mal, auf den Billardtisch gucken kann und kann spielen, kann er spielen. Mhm. Wenn der Mann oder die Frau 105 ist, kann sie auch spielen. Mhm. Es gibt kein Mindestalter. Ja, okay. Es gibt bei uns zum Beispiel auch keinen Unterschied, ob Männlein oder Weiblein. Ja. Es gibt bei uns also keine Unterschiede. Da wird alles in einer Gruppe gespielt, weil unser Ziel ist einfach, es bekannt zu machen. Mhm. Und wenn wir dann einmal 20, 30 Frauen haben, dann kann man drüber nachdenken. Mhm. Aber momentan ist es halt nicht so. Okay. Richtig, nein. So. Mach. Bringt dir, glaub mir. Tja, ist auch schön. Da gibt es in dem YouTube-Kanal gibt's da noch die Möglichkeit, du sollst nicht am Mikro kratzen. Entschuldigung. Pfui. Das ist jedes Mal selber, ne? Immer ja, dieser Hesse. Ja. Böser ja, Hesse. Ich weiß. Ja. Da gibt es ja diesen Chat, ne? Diesen Chatbereich hier im YouTube, ja, wo nur parallel hier im Livestream nebenher läuft. Ne? Schön, da, okay. Da kommt ja diese Frage. Kommt die Frage rein. Ja, schön. Wir haben aktuell 27 Zuschauer. Mhm. Immerhin, ja. Ohne Werbung. Schwerer Ball. Ja, weil er von der Bande weggeht. Ja. Und liegt sicher. Und schön gelöst. Sehr schön gelöst. Ja, dann. Das ist für beide jetzt kein Spaziergang. Nee, gar nicht. Ja. Oh, jetzt geht's los. Er wird gejumpt, ja. Jetzt wird gejumpt. Ja. Das kann er auch noch nicht allzu lange jumpen, so wie ich weiß. Zu diesem Jumpen jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, Norm so vor 6-8 Monaten, denke ich mal, Jumpen gehört nicht zum Billard dazu, werde ich nie machen. Er hat den Jumper in der Hand und es ist sein eigener. Mhm. Richtig. Wir hatten einen Auswärtsspieler. Und zwar war das meines Wissens nach, war das ein Österreicher, war ja auch in Österreich dabei. Richtig. Und da hat er meinen Jump gesagt, dann habe ich gesagt, du, das geht sowas von einfach. Das ist absolut kein Thema. Dann hat er ein paar Mal Jump, die haben das Zeitkit. Und dann hat er sich auch den Jump zugelegt. Mhm. Ja, ich hatte beim Sven, also bei Alpha Billard, hatte ich auch einen Jumper gekauft. Und das geht wirklich einfach. Wenn man sich ein bisschen konzentriert, das ist wirklich. Richtig. Es geht wirklich einfach. Hier, glaube ich, wird eine Kombi vorbereitet. Ui. Ja. Die total idiotisch ist. Aber na gut. Spielen das die beiden Württemberger so? Also. Hey, mal langsam, ja. Das war clever. Du musst jetzt erstmal den Schluss abwarten, ja? Okay. Also, ich wüsste jetzt nicht, was er da eigentlich richtig vor. Den kann man das nicht vorstellen, dass er jetzt auf ein 9er Kombi ging. Naja, also die 3 ist nicht aufs Loch gelaufen, ne? Nein, die 9 aber auch nicht. Weil er nicht getroffen hat, ja.
Die kommt noch in die Mitte. Oh, okay. Ich weiß auch noch, dass die in die Mitte läuft. Das war ein interessanter Ball. Ja, der war super. Spielt man die so in Hessen? Natürlich. Hessen, die Kriegskinder. Nein, wir sind absolute Spitze in Hessen. Ja, ja. Jetzt kommt der Halbösterreicher wieder raus. Weißt du, und dann die Kombi zuvor in Frage stellen, ja? Ja, weißt du? Ja? Und, genau. Ja, und dann so einen draufsetzen hier, ja? Das sind wir die Richtigen hier, ja? Ist ja ohne Worte. Ich finde es immer wieder gut, dass ich fahren darf. Das finde ich gut. Sehr schön, sehr schön. Er muss übergreifen, das braucht er nicht. Ja, das ist schwierig für seine in seiner Haltung. Also, ja. Das ist nämlich jetzt genau dieses Problem. Aber es geht, geht ja noch. Und da legt er zum Vor. Ja, das ist zu spielen, würde ich sagen. Ja. Ich hatte mit einem 4-4 schon gerechnet eigentlich. Oder dass es über 4-4 geht. Ja, ich glaube, du behältst auch recht. Hoffe ich mal ganz stark. Ich eigentlich jetzt nicht so, aber gut. Jetzt schon. Oh, was ist denn das? Der Franz hat noch geschrieben eben. Der sieht auch über Livestream. Genau, Franz grüßt. Jetzt komm. Fokus. Jetzt bestände aber schön versiebt. Jetzt bestände die Möglichkeit, dass der Teil der Sack zu, der noch in der Sack zu macht. Genau. Machen. Schön konzentriert spielen. Er geht langsam ran. Ja, wir werden gegrüßt und die finden uns toll als Kommentare. Yes, wow, super. Ja. Ja. Landesmeister. Mach ich. Okay. Ja, genau. Und ein schönes Feedback hatten wir auch. Ihr seid gelobt worden als Kommentatorenteam. Oh, danke schön. Ja, kann man auch durchaus so sagen. Ja. Ja, hier muss man auch einen Gruß an den Franz ausrichten. Ja. Und seine Frau. Der hat auch gegrüßt hier. Der hoffentlich gut zu Hause angekommen ist. Und ich danke für diese nette Aussage. Mhm. Jo, danke dir, Franz. Mir wurde da auch angeschrieben, ob man die Sieger auch noch live übertragen. Können wir machen. Ah, ja. Nehmen wir die Siegerehrung auch noch live übertragen. Lass mich jetzt bitte mal raus. Kurze Pause. Ja. Und dann machen wir gleich die Siegerehrung, dass wir dann auch hier zum Schluss kommen. Genau. Also es wird nicht länger gehen wie 5 Minuten, würde ich mal sagen. Ist kein Thema. Lass uns 10 Minuten draußen machen, damit ein bisschen Ruhe ist. Ja, machen wir 10 Minuten draußen, dann passt okay. Das. Okay, gut. Also dann bis gleich weiter zur Siegerehrung. Genau, richtig.
Gratuliere zum dritten Platz. Ja.
Ja, ciao. Hansi? Ja, ich wollte auch mal grundsätzlich mal Danke sagen. Die Organisation war exklusiv mit dem Catering. Das war Hammer, das war klasse. Auch hier, dass alles zur Verfügung gestellt wurde, die Spielgeräte, Turnierleitung. Ihr habt auch mal nichts zu sagen, war wirklich klasse. Die Neuheit mit den Pets, das ist für mich auch das erste Mal, fand ich auch faszinierend. Mir fehlt halt trotzdem immer dieser Gang. Schade, dass man die Pets nicht zum Turnier dahin bringen musste. Das war einfach so dieses bisschen etwas, was irgendwie da verloren geht. Aber trotzdem war es ein tolles organisiertes Turnier. Und ja, ich bedanke mich auch natürlich beim Tai, dass er für das Spiel, was er mir geschenkt hat, muss man sagen. Aber ja, der ist immer noch im Schock. Aber trotzdem. Ich freue mich, dass ihr das jetzt wieder macht, war klasse, die Schiedsrichter auch, super. Ja. Schade, dass ihr nicht zu zweit wart, man hätte euch manchmal öfters gebraucht. Ja, ich jetzt nicht Puppen. Den Eindruck. Doch, wenn einer essen war, zufällig. Das ging nicht so einfach. Ja, gut, dann mache ich das Abschlusswort. Ich möchte mich bei allen recht, recht herzlich bedanken. Ja. Ich möchte das ja in Zukunft jährlich machen in Baden-Württemberg. Der nächste Ort wird wahrscheinlich Richtung Karlsruhe sein. Schauen wir mal, was daraus rauskommt. Ich muss das dann erst noch klären. Weil wie heißt das schön? Nach dem Event ist vor dem Event. Danke. So, damit verabschieden wir uns hier aus Ludwigsburg, aus dem Café Munzur von den Landesmeisterschaften 2016. Landesmeisterschaften der Behinderten war ein sehr schönes Turnier, super organisiert, viel, viel gute Laune, tolle Atmosphäre. Also mir hat es sehr viel Freude gemacht, sehr viel Spaß. Ich habe viel gelernt über die Menschen hier, über den Umgang mit den Menschen hier. Ich bin froh, dass ich hier sein durfte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß. Und natürlich könnt ihr diesen Livestream natürlich auch als Video, als Aufzeichnung hier auf Blue White Ball Bilder TV wiederfinden. Und könnt euch das Ganze hier dann auch nochmal anschauen. Ich bedanke mich und wünsche euch was. Verbleibe mit besten Wünschen. Euer Bernd Schmotz von Blue White Ball Billard TV. Ciao.